Letzte Startreihe, damit die Startplätze 23 und 24 für das HRT-Team aus Spanien. Für Pedro de la Rosa mit 41 Jahren, sicherlich nicht mehr einer der jungen Talente, lange McLaren Test- und Entwicklungsfahrer. Und Narain Kartikeyan, der Inder, heute der 35-Jährige bei seinem 40. Start in der Formel 1. Great conditions, 21 degrees air temperature, 32 degrees track temperature, 36% humidity. 15 seconds to go for the final parade lap. 15 Sekunden noch bis der Start hinein in die Einführungsrunde. Der Tag optimale, perfekte Bedingung. 21 Grad Lufttemperatur, 32 Grad Asphalt. And away they go for this final parade lap. DRS is disabled for the first two laps. Fernando Alonso, le leader du championnat du monde avec 129 points, il précède sur la grille Sébastien Vettel, double champion du monde, et qui a déclaré hier qu'il pensait pouvoir être en mesure peut-être de remporter ce Grand Prix d'Allemagne devant son propre public. Un Grand Prix donc qui s'annonce très passionnant, 67 tours à couvrir ici sur le circuit d'Hockenheim. Jetzt heißt für die 24 Starter, für die teamverantwortlichen Nervenball, sind auf dem Weg Paramonica zum langsamsten Streckenpunkt. Da sehen wir 111 Jahre also Motorsport von Mercedes-Benz. Es ist in der Tat ein Jubiläum und wir haben schon gesagt, es gibt eine Überraschung durch die Fans auf der Mercedes-Tribüne, die sich da immer wieder sowohl bei der DTM wie bei der Formel 1 was Neues einfallen lassen. Letzten Sekunden, bevor sie zurückkommen ins Infield des Stadionteils des Motodroms von Hockenheim, werden die ganzen Mechaniker hier jetzt einen Sprint hinlegen, um rechtzeitig in ihre Boxen zu kommen. Also, Fernando Alonso, der WM-Führende, ist aktuell auch auf dem besten Startplatz. Und ist er schon, haben wir gesagt. Also nur wenn es darauf ankommt, gibt der richtig da. Von Spanier auf den Punkt perfekte Leistung, volle Bolzen dazu. Le Mans zu Saison beginnt noch mit einem nicht ganz konkurrenzfähigen Ferrari zu kämpfen, nach dem Moment hat sich technisch aufgehoben. Alonso also auf Startplatz 1, technisch daneben, der Bravo 3 im Start. Der Start ist vom Start auch raus aus der Bernie-Ecclestone-Kurve. Nun, das ist die lange, lange Vollgas rechts gerade, eigentlich gerade, aber ein Krieg. Aber DRS ist noch nicht erlaubt. Darf erst in Runde 3 aktiviert werden. Windschatten ist erlaubt. Und Michael Schumacher versucht gleich an Sebastian Vettel vorbeizugehen. Der ist ja ein bisschen verbremst und jetzt einen geraden Weg hat in Richtung des Rechtsgrips, Richtung Mercedes-Arena. Und dadurch, dass die beiden Deutschen sich wirklich befeiten, kann Fernando Alonso ein bisschen wegsehen. Das ist ja eine Generationsfrage, denn Schumi vor 20 Jahren hat er die erste Podiumsplatzierung auf deutschen Boden erzielt und Vettel will heute gewinnen. So Alonso still in the lead and Michael Schumacher trying to get past Sebastian Vettel, but has to settle in third place with Nico Hülkenberg in fourth. Thank you.
jetzt rein kommt. Also Massa mit Verspätung, Grosjean und Senna. Yeah, Felipe Massa is the pit. Starts alongside Senna, and Senna goes past Lars. So possible coming together between those two. Alonso versucht gleich die Flucht nach vorne, muss er auch, nachdem Vettel und Schumacher in einem intensiven Zweikampf sich verbissen hatten. Alonso 1,3 Sekunden schon vorne. Der WM-Spitzel weiter will sich also davon stehlen. Während inzwischen die Nase gewechselt wurde bei Felipe Massa und gleiche Prozedur ohne Schönheitsoperation Hermann. Nun also bei Romain Grosjean. Auch Reparatur, hektische Reparaturversuche rund um den Williams, aber die Reparatur hat uns auch gemacht und jetzt ordentlich Zeit für die Kampf. Das Anfangstempo mitzugehen. Der beiden Führenden, Michael Schumacher 1,8 Sekunden zurück, muss sich jetzt nach hinten wehren. Und da geht der Force India von Nico Hülkenberg. Backen auf sich, beide Male selbst mit Anmachen. Die Geschichte, die er von vorne wurde, ist da, ist 10. Problem bei Luis Hamilton, der ist sorti au Virage 1.